Nächstes machen wir die Schwinge. So, hier ist das gute Stück. Hier sind schon die Fußrasten dran und die lasse ich auch dran. Ne? Wie gesagt, ich hatte ja mal ein oder andere Videos gesagt, dass ich da mit Unterlegscheiben arbeiten muss. Weil der Schweißer das nicht richtig gemacht hat. Mit den Fußrastenhalter. Aber das kriegen wir schon hin. So, dazu nehmen wir dann wieder diese Polyamidbuchsen. Ne? Wie gesagt, Carkomfort. Wie gesagt, Fahrkomfort ist da ein bisschen, ich sag mal, ich spreche einfach mal härter. Also, ne? Aber wie gesagt, die verschleißen weniger. Ne? Manchmal gehen die nicht rein, da muss man entweder mit einem Hammer oder die ein bisschen mit dem Sandpapier abschleifen. So, die andere Seite habe ich jetzt so ein bisschen angepasst mit dem Fräser. Und dann wird das einfach in den Strom. Zack. Und dann bewegt sich das durch. So. Jetzt können wir das hier inbauen. Jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, die Halterung für die Seitenbleche anzubauen. Ne? Die werden dann einfach hier eingehakt, hier oben. Da, wo der Motor rankommt. Seht ihr das? Und dann hängen die. Ne? So. Und das Ganze auch auf der anderen Seite. Da kommen auch weiter keine Gummis ran oder so. Ne? Das wird dann einfach ganz normal, ne, durchgesteckt. So, jetzt haben wir doch natürlich hier, warte mal, ich hole euch mal ein bisschen dichter. Jetzt kommt der Schwingbolzen durch. Und da ist es dann wichtig, dass wir da auch ein bisschen Fett wieder ran machen. Wobei gleich ein bisschen. So. Bisschen vorsichtig wegen der Farbe, sag ich mal. Ne? So, Schwingbolzen. So, aufpassen hier. Könnt ihr auch ein bisschen mit Hammer noch helfen? Abflutscht ja ganz leicht. Ganz wichtig ist, dass die längere Seite hier, das könnt ihr wieder nicht sehen, ne? Hier ist so eine längere Seite. Ne? Die muss, wenn man drauf sitzt, auf der rechten Seite sein, weil da kommt noch die Feder nachher hin für den Ständer, ne? Damit der oben bleibt. Ich glaube aber, das ist nicht die richtige Schraube. Ich glaube, dann nehmen wir lieber die alte. Wir gucken mal, dass wir da noch eine untere Scheibe vorpacken. Also meines Erachtens nach ist es egal, in welche Richtung der Schwingbolzen durchkommt. Bloß, das sieht natürlich blöd aus, wenn vorne das andersrum ist. Deswegen würde ich das vorne nochmal umtauschen. Ne? Dass quasi die Mutter nach rechts kommt, in Fahrtrichtung. Fußrasten festzuziehen.
So, Fußrast in Mainz. So, dann habe ich hier noch Kettenspanner. Das sind auch alte. Die benutzen wir auch wieder. Kommt nicht weg. So, andere Seite noch das gleiche. Unten, ne? M835, Feder. Feder nicht unter die Scheibe. Denn unter die Scheibe Federring Schraube 13er.